Du musst dieses Video nicht schauen. Meine ich damit, dass ich dir verbieten will, dieses Video zu schauen? Nein, eben nicht. Die deutsche Sprache hat ein paar sehr verwirrende Wörter. In diesem Video werde ich dir 5 verwirrende deutsche Wortpaare vorstellen. Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. Ich klappe. Fühlt sich einfach richtig toll an hier. Der Schnellte. Es gibt eine natürliche Ordnung, wie wir Grammatik erwerben. Nicht lernen, erwerben. Das heißt, wenn ich ganz viel Deutsch lese und höre, erwerbe ich die Grammatik, aber es passiert in einer gewissen Ordnung. Ja? Erst lerne ich die eine Grammatikregel, dann die andere, dann die nächste. Und diese Ordnung ist immer ungefähr dieselbe bei jedem Menschen, der Deutsch lernt. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass du dir nicht allzu viel Gedanken darüber machst, dass du jetzt eine bestimmte Regel noch nicht erworben hast. Ja? Das kommt mit der Zeit. Ja? Wenn du mehr und mehr Deutsch liest und hörst, dann wirst du immer mehr Regeln erwerben. Ja? Aber das basiert auf einer natürlichen Ordnung. Und egal, wie sehr du es vielleicht wollen magst, du kannst keine Schritte überspringen. Beim Grammatiklernen ist das etwas anderes, aber das hat etwas damit zu tun, was du bewusst machst, wie du deine eigene Sprache überprüfst. Heute stelle ich dir, wie gesagt, 5 verwirrende deutsche Wortpaare vor. Mit Wortpaar meine ich 2 Wörter, die oft miteinander verwechselt werden. Ich werde deren Bedeutungen erklären, aber ich werde nicht unbedingt alle Bedeutungen erklären, weil es für viele Wörter immer mehrere Bedeutungen gibt, aber nur ein paar dieser Bedeutungen werden auch oft gebraucht. Deshalb werde ich die Bedeutungen, die seltener gebraucht werden, nicht behandeln. Das erste Wortpaar. Also und auch. Das englische Wort also wird nicht mit also übersetzt, sondern mit auch. Deshalb ist es wichtig, dass du also und auch nicht verwechselst. Was heißt also? Nun, ich werde 3 Bedeutungen erklären. Die erste ist zum Beispiel, sie ist krank. Also bleibt sie zu Hause. Sie ist krank, deswegen bleibt sie zu Hause. Sie ist krank, folglich bleibt sie zu Hause. Sie ist krank, daher bleibt sie zu Hause. Sie ist krank, ergo bleibt sie zu Hause. Das ist eine Bedeutung von also. Eine zweite ist folgende. Viele Zugvögel, also Weißstörche, Kuckucke und Baumfalken fliegen nach Süden, weil der deutsche Winter zu kalt ist. Viele Zugvögel, das heißt Weißstörche, Kuckucke und Baumfalken fliegen nach Süden,
Weil der deutsche Winter zu kalt ist. Viele Zugvögel? Mit anderen Worten, Weißstörche, Kuckucke und Baumfalken fliegen nach Süden, weil der deutsche Winter zu kalt ist. Und ich muss sagen, ich habe das Wort Kuckucke extra gewählt, weil es so lustig klingt. Kuckucke. Die dritte Bedeutung von also ist einen Gedanken wieder aufgreifen. Also ich denke, wir sollten weitermachen. Die Übersetzung des englischen Wortes also ist, wie gesagt, auch. Ich stimme zu. Ich auch. Ich stimme zu. Ich stimme auch zu. Das zweite Wortpaar. Dann und denn. Ich muss nicht arbeiten, denn heute ist Sonntag. Ich muss nicht arbeiten, weil heute Sonntag ist. Der Unterschied zwischen weil und denn ist, dass nach denn ein Hauptsatz kommt, heute ist Sonntag, und nach weil ein Nebensatz, weil heute Sonntag ist. Ansonsten sind die Wörter denn und weil Synonyme. Und wie gebraucht man dann? Zum Beispiel so. Ich schreibe einen Brief. Dann gehe ich zur Post. Ich schreibe einen Brief. Danach gehe ich zur Post. Das dritte Wortpaar. Für und vor. Wie gebraucht man für? Zum Beispiel, ich habe ein Geschenk für dich. Ich habe ein Geschenk für dich. Ich möchte, dass es Frieden gibt. Ich bin für den Frieden. Ja, ich möchte, dass es Frieden gibt, also bin ich für den Frieden. Und die dritte Bedeutung, er kauft eine Jacke für 50 Euro. Ja, die Jacke kostet ihn 50 Euro. Er kauft diese Jacke für 50 Euro. Auf der anderen Seite das Wort vor. Meine Hand ist vor meinem Gesicht. Ja, meine Hand ist vor meinem Gesicht. Ich habe vor einer Stunde gegessen. Das ist das Wort vor. Das vierte Wortpaar. Lernen und studieren. Ich lerne Deutsch. Eigentlich lerne ich Italienisch. Aber du lernst Deutsch. Du lernst jetzt Deutsch. Aber ich studiere Deutsch an der Universität. Nicht wirklich. Ich studiere Deutsch an der Universität. Ich lerne jetzt Deutsch. Ja, es ist ein feiner Unterschied. Ja. Wenn ich studiere, dann mache ich das an einer Universität. Und wenn ich etwas lerne, dann meine ich das allgemein, dass ich mich mit dem Thema beschäftige und etwas lerne. Ja. Ich lerne Deutsch, wenn ich Videos anschaue oder wenn ich Sätze auf Deutsch schreibe,
wenn ich Kommentare auf Deutsch schreibe und ich studiere Deutsch an der Universität. Das fünfte Wortpaar. Müssen und dürfen. Dies ist ein bisschen verwirrend für Leute, die Englisch als Muttersprache haben oder so versuchen, Deutsch zu sprechen, wie sie Englisch gelernt haben. Das Englische must not heißt nicht müssen. Okay? Nicht müssen heißt, es ist nicht schlimm, wenn man es nicht macht, und es ist auch nicht schlimm, wenn man es macht. Okay? Zum Beispiel, danke, aber du musst mir nicht helfen. Du brauchst mir nicht zu helfen. Ja, du musst mir nicht helfen. Wenn du mir hilfst, dann habe ich nichts dagegen, aber du musst mir nicht helfen. Aber nicht dürfen heißt, dass es verboten ist. Okay? Ein strenges Elternteil könnte zum Beispiel sagen, du hast Hausarrest. Du darfst nicht ins Kino. Du musst zu Hause bleiben. Aber wenn das Elternteil nicht so streng ist und das Kind hat kein Hausarrest, dann kann der Vater oder die Mutter sagen, du darfst dir von den Süßigkeiten nehmen. Du darfst die Süßigkeiten essen. Ich hoffe, das war hilfreich. Ich hoffe, du hast gelernt, diese Wörter besser voneinander zu unterscheiden. Und wenn es noch mehr verwirrende Wörter gibt, die ich noch nicht erklärt habe und die dich verwirren, dann nur zu. Schreib sie unten in die Kommentare und ich werde mein Bestes tun und ein Video über diese Wörter machen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wie immer bis morgen. Tschüss.